Moin Moin, willkommen zurück bei Evil Gaming TV und Gold Rush The Game. Wir machen wieder weiter, habe ich mir so gedacht. Es wird mal wieder an der Zeit, ein bisschen nach Gold zu graben. Ja, und ich muss mich jetzt hier erstmal ein bisschen wieder mit euch zurechtfinden, weil es gab auch neue Schwierigkeitseinstellungen jetzt. Mit der Einführung des Ranglistensystems habe ich gerade gelesen. Ja, da muss ich jetzt mal ein bisschen gucken. Hat sich auf jeden Fall ein bisschen was verändert. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass wir ziemlich finanzielle Probleme irgendwie hatten. Wo waren das? Wo sehen wir das? Ach ja, genau. Ein Zelt bei der Bank. Genau, finanzielle Probleme, um den Kredit komplett abzutragen. Dass wir genug einnehmen pro Cleanout. Ich glaube, wir haben Cleanout erst gemacht gehabt, ne? Ja. Cleanout hatten wir erst. 26 Unzen. 34.000 haben wir hier. Bisschen Magnetit ist da drin. Ich glaube, das Drucksystem ist aktuell ausgeschaltet. Müssen wir gucken, ob wir das wieder einschalten. Demnächst. Aber jetzt will ich erstmal hier. Genau, wir müssen 73.000 pro Tag abtragen. Wie spät haben wir es? Ja genau, wir sind gleich quasi pleite. Das war das Problem, genau. Nichtsdestotrotz, wir müssen hier weiter graben. Wir müssen die 73.000 zusammenkriegen, auf jeden Fall. Müssen wir erstmal alles wieder anschmeißen. Also die erste Folge hier wird ein bisschen chaotisch, denke ich mal, wieder sein nach dieser Zeit. Ich weiß auch gar nicht, ob wir gleich bankrott sind oder nicht, ob das überhaupt möglich ist. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das Ding brauchen wir gar nicht. Wow, Sounds haben sich, glaube ich, geändert. Ja genau, das Drucksystem ist aus. Wasser haben wir. Sind da überall Matten drin? Da sind Matten drin. Hier auch. Da ebenfalls. Eimer sind unter. Da fehlt ein Eimer. Haben wir ein paar zum Glück von. Zack. Wie sieht denn das aus, wenn eine Matte fehlt? Gut. Können wir eigentlich weiter buddeln. Ich glaube auf der linken Seite hatten wir viel Gold. Ja. Das haben wir schon komplett fast abgetragen. Hier haben wir noch 97 unten Unzen. 200, da kriegen wir niemals raus mit der Anlage. Guck mal, ob ich das noch kann. Nee, war anders nochmal. Ah, Motor X.
Oberlicht. Da. So, und da runter, genau. Dann machen wir mal hier die Kante, komische Kante weg. Bin echt gleich mal gespannt nach 0 Uhr, wie viel wir in der Miese sind. Ob man pleite gehen kann. Es hat ja leider ziemlich abrupt aufgehört hier mit Gold Rush. Warum, weiß ich ehrlich auch gesagt noch gar nicht. Ich habe so viele Ideen plötzlich gehabt, die man hätte machen können, aber ja. Lief nicht ganz so gut, deswegen zurück zu den Wurzeln. Jetzt muss halt nur noch Cattle and Crops wieder halbwegs bugfrei sein, dann ist alles wieder so, wie es sein sollte. Wir sind dann vollständig bei Simulatoren. Ich denke, das ist auch so besser. Dann bleiben wir aber im Eurotruck-Simulator, Cattle and Crops, Gold Rush und AS und dann ist gut. Und dann halt, wenn irgendwas Neues, Gutes in der Hinsicht kommt an Simulatoren, bleiben wir da, gehen wir da hin, aber wir bleiben dann halt im Bereich Simulator. Das ist einfach am besten. Damit haben wir angefangen, da bleiben wir auch. Wie gesagt, ich hoffe, man kann nicht pleite gehen. Also nicht so schnell. Ich denke, wenn wir das Ding jetzt gut befüllen durchgehend und mal die Zähne zusammenbeißen, sollten wir diese 73.000 eigentlich locker schaffen, Abtrag. Ich glaube, den Bohrer hatten wir schon verkauft, ne? Ja. Den drauf? Ja. Komm. Ich bin mal gespannt, ob sie für irgendwann nochmal DLC. Noch ein weiteres DLC geben wird. Irgendwie mit neuen Maschinen oder sowas. Das wäre richtig nice. Weiß gar nicht, wann wird der Kredit abgezogen? Um 1 oder um 12 schon? Weiß nicht, jetzt zu so einer komischen Zeit. Vielleicht nochmal tanken. Ich sehe gerade, die FPS-Anzeige wird gar nicht mit aufgenommen. Lol. Aber für diejenigen, die es interessiert, 72 FPS. Ne, 62. Doch, da unten wird es angezeigt. Unter der Versionsnummer.
So, Arbeitslöhne 0, verarbeitete Bohnen, Kubik, Kreditzahlung. Kreditzahlung und ich bin. Ah, das Gold wird gar nicht abgezogen. Ach, die nehmen jetzt nur noch Geld, nicht mehr das Gold. Das ist neu. Das ist neu. Jetzt habe ich 80 FPS, okay. Die FPS-Anzeige oben von Nvidia und unten von Gold Rush selber ist irgendwie unterschiedlich. Lol. Müssen wir theoretisch die Nacht durcharbeiten, um dieses Minus auszugleichen. Was? Och nee. Geht das Scheiß schon wieder los. Ja, das Licht brennt noch. Theoretisch, da ich ja den Druck, das Drucksystem ab, gedingst habe, abgeschaltet habe, müsste es ja klappen, wenn ich ja. Wenn ich jetzt hier wieder anfangen muss, loszufahren mit Pumpen kaufen und sowas, dann sind wir definitiv gleich, dann können wir gleich aufhören. Aber ich möchte nicht bankrott gehen. Was? Ja. Ich will das schaffen. Warum haben wir schon Herbst? Ich frage mich auch, was wir im Winter alles reinstellen müssen. Wow.
Jetzt noch mal so einen fetten Nugget finden, das wäre nice. So, letzte Schaufel, dann müssen wir tanken und dann machen wir auch Schluss mit der Folge. Muss ich gleich mit dem Hund nämlich noch raus und dann vielleicht noch eine Folge ES oder ETS, ich weiß es noch nicht. So, du musst hier mal beiseite. Geht natürlich nicht, dich wegzuschieben. War ja so klar. Machen wir so. Zack. Licht aus. Und dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht und es ist die richtige Entscheidung gewesen, wieder Gold Rush aufzunehmen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Macht's gut, haut rein und tschüss! Zack. Aus. Ciao.